So, und da sind wir wieder bei einem neuen Format, das wir ein bisschen geklaut haben, aber scheiß drauf. Jo. Eigentlich haben die gewissen Herren, die das gemacht haben, auch ein bisschen geklaut, aber scheiß auf Clown. Keiner klaut hier. Nicht mal Nicht du. mehr. Oh. Ja, wir wollten Wer bin ich spielen. Jo. Weil uns hat das Format selbst bei Pietz mitgefallen, also. Jo. Und mit meinem kaputten Computer kann ich sonst nicht wirklich was spielen. Ja. Hallo. Und er ist dabei. Genau, ich bin dabei. Allein kann man das schlecht spielen. Wird wenig Sinn machen. Wer bin Wer ich? bin ich? Wer bin ich denn nochmal? Ich kann nicht auf meine Stirn gucken. Okay. Ja, kennst du das? Warum bist du wütend? Weil ich meine Stirn nicht sehen kann. Okay, du bist dran. Ich denke mal, jeder kennt die Regeln. Wenn nicht, dann sage ich die hier nochmal kurz. Wir müssen erraten, wer wir sind. Das wird ausgesucht von dem jeweils anderen. Ich Und bin ja jeweils andere. ja, er ist der jeweils andere. Das kann natürlich variieren. Er muss nicht immer der jeweils andere sein. Also wenn er nicht will, dann kann er genauso gut einfach irgendwo hingehen. Keine Ahnung. Ja. Und wir müssen halt herausfinden, wer wir sind. Jo. Und dann fange ich mal an. Bin ich männlich? Ja. Okay, das schreibe ich mir nämlich hier immer bei Skype auf. Ich weiß nicht, ob ihr den Skype-Bildschirm seht. Ich werde das vermutlich umändern und wenn nicht, dann bin ich zu Sorry, ich faul muss mich gewesen. kurz muten. Okay, dann weiß ich natürlich auch total, wer ich bin. Also ich bin männlich. Dann frage ich mich jetzt, was ich als nächstes fragen kann. Aber ich kann ja jetzt natürlich nicht fragen, weil ich keine Antwort bekomme, wenn da noch Mute-Zeugs drauf ist. Wisst ihr was? Ich mache eben eine Pause. So, jetzt kann ich weiterfragen. Jo, ich wurde gerade angerufen, sorry. Auf mein Handy, also frag weiter. Erscheine ich. Oh, das kann man im Englischen viel besser fragen. Ich kann auch Englisch. Erscheine ich in Media? Ja. Also ist ein Medium. Ja. Erscheint in Media. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Heißt doch nicht mehr so, oder? Keine Ahnung. Bin ich denn erwachsen? Ja. Männlich und erwachsen. Bin ich denn auch ein Mensch? Nein. Also kein Mensch. Okay, dann bist du. Bin ich eine fiktive Persönlichkeit? Nein. Du weißt echt, wie man direkt ein Nein bekommt. Ja. Also wenn ich kein Mensch bin, bin ich dann ein Tier? Nein. Kein Mensch, kein Tier? Okay, dann Du muss ich bist ein irgendwie. Panzergrenadier. Was? Kennst du nicht? Es ist Na. kein Mensch, es ist kein Tier, es ist ein Panzergrenadier? Okay. Dann bin ich vermutlich irgendeine eine Maschine. Aber ich darf noch nicht sagen. Ich frag mal, bin ich ein Celebrity, also Schauspieler, Sänger, was auch immer? Celebrity würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Also jetzt so stark nicht. Also bin ich eine Maschine? Nein. Bin ich Gott oder so? Nee. Also so oft habe ich noch nie was falsch gemacht. Oh, das muss ich jetzt aber korrigieren. Da habe ich Maschine falsch geschrieben. In meinen Notizen. Okay. Bin ich ein Politiker? Nein. Bin ich ein Gott?
Nein. Kein Gott? Da haben wir ja schon fast alles durch, was man sein kann. Oder? Vielleicht sollte ich nach was anderem fragen. Bin ich eine Person, die ich im echten Leben kenne? Also eine, die du jetzt mal eben so auf der Straße treffen könntest oder schon mal gesehen hast? Ja, oder mit der ich schon mal gesprochen habe. Also jetzt persönlichen Kontakt würde ich nicht sagen. Okay. Ich weiß nicht. Hast du überhaupt schon gefragt, ob du männlich oder weiblich bist? Nein, nein, erstmal möchte ich da... Okay. Du willst verlieren. Okay. Wenn ich keins von diesen Sachen bin, aber trotzdem in der... Jetzt sag mir nicht, dass ich irgendwie am Ende irgendwie Angela Merkel bin, weil die gar nichts davon ist oder so. Nee. Oder Chuck Norris oder sowas. Nein, 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 nein. Keine Angst. Okay, dann, wenn ich erwachsen bin, dann werde ich vermutlich... Ist meine, komme ich in einer Sendung vor? Ja. Ist die eher an Erwachsene gerichtet? Nein. Okay. So. Bin ich ein YouTuber? Ja. Männlich? Ja. Let's Player? Ja. Überwiegend Minecraft oder? Also bin ich. Let's Player ich meistens Minecraft oder habe ich auch vernünftige Spiele auf meinem Kanal? Du kannst mir keine Oder-Stellung. Ja, nur damit du halt weißt, was ich jetzt meine mit Let's Play ich Minecraft. Ja. Okay. Minecraft. War ich bei Varo dabei? Ja, ich glaube schon. Ja. Du guckst jetzt nicht gerade bei Akinator, was da rauskommt, oder? Naja, das wäre eine interessante Idee. Das wird vollkommen den Sinn zerstören. Nein. Ich glaube, ich habe was Schwierigeres bekommen als du, oder? Ich habe keine Ahnung. Die Sache ist, ich kenne, ehrlich gesagt, nicht so viele YouTuber. Habe ich mich abonniert? Das weißt du nicht. Ich weiß das nicht, nee. Okay, andere Frage. Ich gehe erstmal die durch, die ich kenne. Ich gehe recht in den Namen, dass ich kein Mitglied des Gronkh.de-Teams bin. Ja. Okay. Bin ich ein Mitglied des Mongo-Clans? Nein. Ich würde jetzt nicht sagen. Okay. Wenn es nicht an Erwachsene gerichtet ist, ist das dann eher an jüngere Zuschauer gerichtet? Eher an jüngere. Okay. Es stimmt auch Erwachsene, die es sehen, aber in erster Linie jüngere. Warum schreibe ich das auf? Ich muss das ja nicht mal hinschreiben, weil ich das nicht an Erwachsene gerichtet hingeschrieben habe. Also... Bin ich Hauptcharakter? Nein. Kein Hauptcharakter. Okay. Du bist eigentlich voll nah dran schon. Ach, ich frage jetzt einfach einzelne YouTuber ab. Bin ich GLP? Nein. Der macht ja auch nicht nur. Der okay. hat ja auch was anderes auf dem Kanal vorher gemacht. Bevor ja. er nur noch dasselbe aktuell macht er recht viel Minecraft. Ja, früher aber nicht. Und Let's Play okay. würde ich jetzt auch nicht sagen. Ne? Okay.
Also, wenn ich kein Hauptcharakter bin, dann bin ich ein Nebencharakter. Ja. Also ein Nebencharakter. Warum schreibe ich das immer auf? Aber ich komme öfters vor, ne? Du kommst öfters vor. Also du bist auf jeden Fall ein wichtiger Charakter, aber kein Hauptcharakter. Also zumindest ist es nicht der Hauptcharakter. Komme ich in einem Anime vor? Ja. Haben die Leute in dem Anime Superkräfte? Ich würde Also. sagen, ja. Also zumindest haben sie Kräfte. Sie werden, glaube ich, nicht wirklich als Superkräfte bezeichnet, aber... Also ich Kommt. sag mal, wenn du sowas wie Fairy Tail als Superkräfte bezeichnen würdest, haben die auf jeden Fall auch Superkräfte. Du sollst mir doch noch keine Tipps geben. Wurde der Anime schon in Deutschland ausgestrahlt? Ja. Tipp: Deutschland streife ich da einfach hin. Ich wollte gerade Deutschland hinschreiben. Da fallen mir eigentlich im Deutschen nur zwei Stück ein, die jetzt im Deutschen ausgestrahlt wurden. Ich habe da nicht mal Deutschland hingeschrieben, ich habe da Deutschland hingeschrieben. Deutschland. Warum heißen die eigentlich Ja, Deutschländer? keine Ahnung. Kämpf ich. Also kämpfen die Leute in dem Anime mit Waffen? Nein. What? Also... Dann sind beide gar nicht richtig, die ich da hätte. Es gibt Waffen, aber die Dann müsste ich meisten da nämlich kämpfen ohne. umformulieren, ob in dem Anime Waffen benutzt werden, vielleicht. So vielleicht. Ob die Es, vorkommen. also es kommen Waffen vor. Aber bevor du jetzt was Falsches denkst, diese Waffen sind meistens eher weniger effektiv. Waffen kommen vor. Also habe ich jetzt ein Ja. Ja. Okay. Aber ich würde dir nicht empfehlen, dich darauf festzusetzen, weil das könnte dich auf der falschen Fährte locken. Was könnte ich da denn noch fragen? Bin ich. Fahre ich übers Meer? Nein. Okay, dann kann ich schon mal einen Anime wegmachen. Hätte ich sowieso nicht so viel von gewusst, aber gut. War ich bei Tube Clash 1 oder 2 dabei? Ja. Tube Clash 2? Ja. Okay, da muss ich jetzt erstmal schauen, wer da alles dabei war. Ich weiß nämlich, das war das Und du Tube Clash, wo darfst. ich irgendwie zwei Leute von kannte. Du darfst doch irgendwie nicht gucken, Ich oder? darf nicht gucken, verdammt. Ach Gott, wer war dabei? Was ich. Bin ich Stegi? Nein. Okay. Okay. Komme ich in Naruto vor? Nein. Jetzt ist es bestimmt Naruto Shippuden oder so. Okay, dann. Wer war sonst doch dabei? Revi? Nein. Komme ich dann vielleicht in Naruto Shippuden vor? Auch nicht.
Muss ja im Deutschen sein und da müsste. Denk mal dran, dass du kein Mensch bist. Ah. Bin ich. Bin ich Sturmwaffel? Nein. Und jetzt sag nicht irgendwie, bin ich Bibis Beauty Palace. Die ist nicht wirklich. Und sie ist keine Let's Playerin. Ey, wie heißt denn das noch? Aber ich kenne den Anime, ne? Du kennst den Anime. Ich kenne den Anime. Schreib das. Also ich kenne den. Mit Waffen. Wie gesagt, konzentriere dich nicht auf die Waffen. Die aber jetzt Superkräfte, obwohl, du sagst, da kommen wohl auch Superkräfte drin vor. Also ja, die Superkräfte sind eher der Fokus als die Waffen. Yu-Gi-Oh? Nein. Das sind doch Superkräfte. Ach Gott. Nicht das Ausrufezeichen bei Yu-Gi-Oh! Vergessen. Wer war sonst noch dabei? Bin ich Hand of Blood? Nein. Wurde im Deutschen ausgestrahlt. Habe ich den denn geguckt? Ich weiß nicht, ob du ihn damals gesehen hast, aber ich weiß, dass du ihn auf jeden Fall kennst. Wie heißt denn das nochmal? Ich sag mal so viel, wenn du schon überlegst, wie heißt es denn nochmal, dann bist du auf dem falschen Weg. Also werde ich es wahrscheinlich kennen vom Namen her. Ja. Mit Waffen. Lief der auf RTL 2? Da fragst mich jetzt was. Darf ich kurz googeln, ob der auf RTL 2 lief? Ja, das ist ja jetzt nicht meins. Also ich denke mal, da darfst du googeln. Obwohl, da ja, es lief auf RTL 2. Lief auf RTL 2. Aktuell glaube ich nicht mehr, wenn ich das ja richtig erkenne. Läuft der Anime denn noch? Also, er ist abgeschlossen. Also, da musst du ja nein sagen. Na, wobei. Doch. Tatsächlich doch, der Anime läuft weiter. Wird immer noch produziert. Also ja. Okay. Also ich schließe jetzt mal aus, dass es Sword Art Online ist, oder? Weil ja, das kannst du ausschließen. Weil das hast du mir ja gezeigt, das habe ich mir angeguckt. Also kein Sword Art Online. Aber da darfst du eigentlich nicht sagen, dass es so ist, ne? Weil du hast mir gerade einfach gesagt, dass das ist ja eigentlich eine Verneinungsfrage, aber ich habe einfach nur. Ja, ich habe gesagt, ja, das ist kein Sword Art Online, also bist du dran. Also, ich denk mal. Wenn da nicht drauf der Fokus gelegt wird. Willst du mich verarschen? Warum? Ey, das hatte ich doch sogar im Kopf eben gehabt und dann habe ich es vergessen. Obwohl, das kann nicht, weil. Hä? Sag. Komm ich in der Dragon Ball Reihe vor? Ja. Aber dann kannst du mir doch nicht sagen, dass ich das vielleicht nicht kenne. Doch, ich hab dir gesagt, du kennst das auf jeden Fall. Ich hab gesagt, ich weiß nicht, ob du es damals geschaut hast, aber du kennst es auf jeden Fall. Ja, wenn ich eine Nebenfigur bin, da hatte ich automatisch schon Krillin im Kopf. Der ist Mensch. Hier ist aber eine Nebenfigur. Aber nein, du bist nicht Krillin.
Ja, das wollte ich auch noch nicht sagen. Ich habe das Okay. einfach nur eben als Statement Okay, dann gegeben. kannst du weitermachen. Weil dann habe ich irgendwann, wann hatte ich das? Bei Superkräfte Deutschland, Waffen kommen vor. Und dann habe ich automatisch irgendwie, also bei keinem Hauptcharakter habe ich an Krillin gedacht. Aber dann haben wir halt gesagt, Nebencharakter kommt öfters vor. Öfters. Weil ich da immer noch auf den Krillin dann verwehr. Dann habe ich nochmal gefragt, ist es Anime? Kommen da Superkräfte drin vor? Und dann hast du irgendwie so eine Antwort gegeben. Ja, Ja. es wird nicht offiziell als Superkräfte bezeichnet. Deswegen bin ich mir unsicher, ob es als Superkräfte zählt. Und deswegen bin ich auf One Piece und Naruto gekommen. Ach so. Ah. Naja. Dann sag jetzt, wer bist du? Komme ich eher in den späteren Abschnitten davor? So, in der Dragon Ball Reihe. Das ist jetzt Also Dragon Ball, Dragon Ball Z und Dragon Ball GT und Dragon Ball Super. du kommst erst ab Dragon Ball Z vor. Das darfst du mir eigentlich nicht sagen. Du kommst erst in den späteren Reihen vor. Sag einfach ja. Ja. Aber wenn ich kein Hauptcharakter bin, kann ich Vegeta eigentlich ausschließen. Eigentlich gehört er zu den Hauptcharakteren. Ich hätte jetzt als Hauptcharakter Son Goku gesagt. Ja, aber es gibt ja mehrere. Weil es geht ja nicht nur um den. Zum Beispiel, nachher ist er ja tot. Da geht es ja nicht mehr nur noch um den. Ja, und dann kommt er wieder und dann geht es wieder nur noch um ihn. Ja, dann ist Dragon Ball Super. Und da kommt auch Vegeta als Hauptcharakter. Und du hast, also wir haben ja von der gesamten Dragon Ball-Reihe gesagt. Ja, also, in Dragon Ball, im normalen Dragon Ball ist Vegeta ja wohl kein Hauptcharakter. Also ja, du bist Vegeta. Punkt. Willst du mich verarschen? Ja. Ich habe nicht mal gefragt, ob ich Vegeta bin. Ich habe einfach gesagt, ich kann Vegeta ausschließen. Du hast Ja, mir denn. gerade gesagt, dass ich Vegeta bin. Warum schreibe ich das auf? Ich weiß, wer ich bin. Obwohl, ich habe Iron Man da auch aufgeschrieben. Okay, dann bin ich jetzt dran. Gott, wen kenne ich noch von Tube Clash 2? Wie hießen die denn alle? Tube Clash 2 war das, wo ich nur zwei von kannte. Bin ich Bergmann? Ja. Ah! Hättest du doch schon direkt irgendwie herausfinden können, als du Minecraft gesagt hast. Und Varo. Du hast einfach Tube Clash gesagt und da habe ich mir einfach so gedacht, ja, richtig, der kam drin vor. Der war jetzt keiner von den Leuten, die da mitgemacht haben, aber der kam drin vor. Ja, sorry. Minecraft und Varo, da gibt es immer noch ein paar Möglichkeiten. Okay. Ich habe mir das da aufgeschrieben. Das müsste ich dann eigentlich auch zeigen, aber irgendwie habe ich keinen Bock drauf. Na gut. Vor allem, das ist einfach weniger als ich habe. Warum? Herr Bergmann, tanzender Mann. Okay. Ich hab Backslash O Slash geschrieben. Und das macht er aus irgendeinem Grund zu tanzen. Mimekraft. Okay. Okay. Noch eine Runde? Ja, aber ich würde sagen, wir machen das in einer nächsten Folge. Okay. Ciao. Du musst noch Ciao sagen. Tschüss.